Oh, warte. Ah. Aber ich beschwere mich nicht. Beyond the Stars 2, Teil 8. Eine Hochzeit unter den zwei Monden. Nachdem das Abenteuer zu Ende ist, entscheiden sich unsere Helden dafür, sich niederzulassen. Schaut mal, wie sie sich unter den Zwillingsmonden von Saskatan küssen. Sie haben einen langen Weg hinter sich. Da kommen einem doch die Tränen, oder? Das ist einfach so, oh, ist so süß einfach. Oh, ist so, oh. Sweet. My sweetest tears kommen mir einfach übers Gesicht gekullert. Komm ich da oben hoch? Nur mal so gefragt. Ja, ich glaube, es ist irgendwie komplett falsch hier, ne? Oh. Oh, hey. Ich meine, ich beschwere mich nicht. Ich beschwere mich nicht. 26 und 34. Fehlen immer noch ein paar. So. Okay, warte mal. Ich gehe mal. Können wir hier oben raus? Ja, ne? Müsste eigentlich gehen. So, und wenn ich jetzt versuche, da oben zum Beispiel drauf zu kommen. Okay, das geht nicht. Warte. So, oder darüber? Hä? Frech. Lass mich raten, da kommen wir nicht hin, ne? Jo, da ist Alphaband, alles klar, ciao. Der Traum ist geträumt. Wäre schön gewesen. So, wo geht's wieder raus? Hallo? Nein. Ja. Warum willst du mal out of map? Ich denke halt immer, da geht's irgendwie weiter. Ich will, ne, ich bin ja interessiert daran, dass es irgendwie weitergeht, natürlich noch. Aber leider geht's nie weiter. Leider ist, Nein, wir haben die falsche Waffe. Oh, die falsche Waffe. Und ich kann sie nicht wechseln. Yo. Fuck. Oh. Okay. Komm nicht mehr raus. Der Streckenabschnitt war zu kurz, um die Waffe zu wechseln. Dann hat es irgendwie funktioniert und dann konnte ich aber nicht mehr E drücken. Ah, geil. Okay. Das wollte ich eigentlich machen. Was ist denn das? Okay. Aber hier waren wir eh schon, das kennen wir alle schon. Gibt's hier vielleicht eine Truhe irgendwo? Hier waren wir gerade erst. Auf der anderen Seite, auf der Seite aber auch. Okay. Ha, weißt du was? Ich glaube... Das mit den Truhen hier im Wald, das macht mich einfach kirre. Das macht mich einfach ein bisschen kirre. Ich mach sowas gerne. Oh, das dauert mir einfach viel zu lang. Hier ist noch irgendwo eine. Ich meine, gut, ich kann das wegschießen, aber das kann es nicht sein hier, ne? Vielleicht hier drunter? Können uns damit jetzt wegschleudern, aber... Nee, die muss hier drunter sein, ne? So, warte. Lass uns jetzt in einen von den Filmen schauen. Ich bin ein bisschen vorsichtig, ob das eine gute Idee ist. Aber, warte mal. Da drunter vielleicht? Aber... Nee. Nee, kann ja gar nicht drunter. Muss ja in der Richtung sein. Hä? Hä?
Ich... Also auf dem Ding ist es nicht. Dreh nochmal vielleicht. Hochkatapultieren. Ja, der beamt mich halt da hinten rüber, ne? Also der ballert mich da hinten rüber. Oben auf der Klippe? Aber nee, das ist ja in der Richtung. In der hier. Es müsste ungefähr auf der Höhe hier sein. Und hier ist keine Klippe mehr. Und wenn ich jetzt, warte mal, wenn ich ganz kurz... Vielleicht auf der Unterseite von dem Ding? Dein fucking Ernst? Oh, okay. We have Knifey, let's use him. Wow. Alter. Als ob die da festklebt. Junge, Junge. Finde ich aber auch legitim, weil die Map einfach sonst viel zu klein ist. Da findet man alles sofort. So, hier ist nichts. Okay. So, huch. Mimicheri, dankeschön. Vielen Dank für den Raid. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, hallo. Dankeschön. Mimicheri. Mimicheri. Das ist erst Micha. Das ist erst Micha, der Micha raidet. Aber es war die Mimicheri. Buongiorno. Einen wunderschönen guten Morgen. Warum streamt ihr denn nicht mehr? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin so doof. Ich habe auf den Chat geguckt. Entschuldigung. Ich war abgelenkt von der Mimicheri. Übt ihr denn nicht für Silvester schon mal, um zu wach bleiben? Wann gehst du schlafen? Weiß ich nicht. Wenn mich keiner mehr hier haben will, wahrscheinlich. Also, vor 4 Jahren ungefähr. So, warte. Blub. Kommen wir hier oben hoch? Ich hab, nein, hier ist wieder Alpha-Wand. Mann, was soll das denn? Genau geübt, bis 4 wach zu bleiben. Ist schon 4? Oh Gott, wir suchen viel zu lange Kisten. Wir suchen viel zu lange diese fucking Kisten hier. Ah gut, jetzt gehen wir mal da lang. Here we go! Was denn? Wer denn? Wo denn? Warum denn? Die mit ihren scheiß Babys ankommen, ne? Ey, du bist mal ruhig. So, Baby ist kaputt. Schuss ist weg. Oh, fuck. Entschuldigung. Wollte ich nicht. Unangenehm. So, hier. So, dann schießen wir unsere Babys mal, ne? Okay, ist tot. Sehr gut. Oh, Scharfschütze, Vorsicht. How's it going? Da schütze ich aber mit. Incoming! Ach, noch einer, na großartig. Hello again. Do you like using me? As a weapon? Just say yes. You need to say yes. Oh ja, warte, ich hab gar keine Zeit. Schlechter Zeitpunkt gerade. Cool, danke. Oh, die Neuen sind so nervig, ne? So, ein Hoch auf Gedankenkontrolle. Eine Truhe. Und wir können jetzt, glaube ich, sogar das Schutzschild aufheben. Warte. Immerhin hat es sich gelohnt für die eine Truhe. Aber wo ist das Schutzschild? Wo ist denn... Kann man hier einfach einen reinschießen? Nein. Gibt es hier ein Loch irgendwo? Hallo? Oh, hier. Ups. Mann, geh doch da. Geh da rein. Heißt das die Maschinen? Ich hasse es, wenn Babys sinnlos platzen. Ihr kennt das. Da können wir nicht. Okay, warte. Oh, sinnlos platzende Babys sind die dümmsten Babys einfach.
Machen wir halt noch eins. Was soll's? Ganz kurz. Warte Sekunde. Dauert nicht lang. So ein Baby ist ja schnell gemacht. Okay, können wir hier vielleicht so? Das müsste klappen. Yo! Sehr schön. Gebärmutterkammer. Fröhlichen Valentinstag. Mit einer zusätzlichen Gebärmutterkammer kann Creature mehr Kinder gleichzeitig am Leben erhalten. Jede Gebärmutterkammer bedeutet ein weiteres kleines blaues Kind, das für dich an der Front kämpft. Entschuldigung, ich kriege wieder, mir wieder Wasser im Mund zusammen. Die sind auch lecker, wenn man mal Hunger hat unterwegs als Snack. Okay. Wir haben noch ein weiteres Baby. Oh, wie sweet und süß. Süß und sweet. So. Ich gehe mal daran, weil was können wir jetzt? Keine Ahnung, was? Hier draußen wird es langsam echt chaotisch. Ich höre, wie die Aliens über eine neue Hyperbong reden, in der man Menschen rauchen kann. Ja, deswegen sind wir doch hier, Mann. Lizzie. Dann verbringen wir weniger Zeit mit deinem Fuckboy, ja? Und vielleicht interessierst du dich auch mal für die Sache. Wir sollten uns vielleicht alle komplett rasieren, um in der Menge unterzutauchen. Darf keine Witze über Rasieren machen. Du bist als Erster dran. I'm dying. Somebody needed our help bad. It sounded like they were dying, maybe. Because they said, I'm dying. Ist das eine Falle? Ich meine, das ist eine fette Blutspur. Wir sind im neuen Areal. Wir waren hier noch nicht. What is that? Oh, thank God. Thank God someone's here. Ich glaube, das ist eine Falle. I'm losing consciousness. Oh. Ich habe erlügt. Ich glaube, dem geht's. I stumbled across another body. It looked like a classic case of... Hey, what happened to you? A G3 base warped right through here. Right where I was. And, it shot me right in half. I got cut in half. A G3 base? That could only mean one thing. Not sure what, though. Oh, God. Oh, God, I'm fading fast. Please just stay with me while I die. I don't want to be alone. I don't want to be alone. Do they still have a chance of survival? Who's to say? No way to know. Not even with all the blood and half their body missing. We weren't going anywhere until it was over. No. It's my time to go. Oh, thank you for staying with me as I die. Oh, just don't leave. Okay. Now I feel it. Here I go. Oh, I'm dead. I'm dead. Oh. And just like that, another candle is snuffed out in the wind. So cool. Ich hätte gedacht, das dauert jetzt länger. You had to do it. You had to put him out of his misery. It was like a really annoying horse with a broken leg. You know? Do you understand? Is there an equivalent to broken leg? You following here? Und der war haben wir hätten wir noch mehr Gespräche aus dem rausziehen können? Oh Mann, ich wollte nur gucken. Ich wollte nur gucken, ob, ja, entschuldige, ich hab nur der war ja auch, guck mal. Das war ja schon, ne? Hier, oh, das ist die Base, oh ja. Schnell, anderes Thema, guck mal hier. Hier, guck mal, hier, die Base, das ist die hat ihn umgebracht, diese Base. Das ist schlimm mit dieser Base. Was ist denn hier passiert? Okay, so, is this Dr. Giblets' base? Where the hell is he? Well, I'm sure we'll be able to find Dr. Giblets with just a little bit of detective work. Let's look around for clues. Jesus Christ, okay, fine. Oh, that's a lot of dead bodies. What do you think happened in here? Whatever it was, it's not a good situation for everyone who died. But it's great for us detectives, because we need a good mystery to solve. Now go scan stuff. Sind wir aus Versehen in der Story weiter? Okay. Someone was killing G3 mercs. You know what, that makes sense. Everyone hates the G3. I bet people try to kill them all the time. I mean, look at you, that's what you're doing. Ja, insofern ist ja nicht schlimm, ne? Leichen sind alle gleich, okay. Bisschen rassistisch, außer natürlich diese hier. Ah, gut, gucken wir mal. A destroyed drone. Looks like it was deployed for combat. Nothing fishy there, that's what they're used for. That's what drones are for. They're for combat. That's not weird to see a destroyed drone. Aber hier hinten. Hier fiel mir vor allen Dingen ins Auge, dass hier gar nichts zu finden war. Verdächtig. Und hier? Aha. Ein Tisch mit Dokumenten. Looks like your typical work desk, nothing too crazy. Best I can guess is someone interrupted Dr. Giblets while he was doing experiments. I don't know, I'm just throwing stuff at the wall here. Mm-hmm.
Okay, yeah, I think I'm getting a sense of what happened here. Someone beat us to the punch. They attacked Dr. Giblets and all his men. Oh, we need more information. Let me hack the door so we can go deeper and look for more clues. Wie hackst du Door? Der kann sowas? Let's keep moving. Der kann die Door hacken? Einfach so? Finally using me again! Howdy there, cowboys! Detectives? I was freaking out about. Ooh, this looks like the lab where Dr. Giblets did his experiments. There's gotta be something helpful in here. Let's get to scanning. What? Okay, back to detective mode. It's detective time. Okay, die Waffe geht mir auf den Sack, wenn ich ehrlich bin. Ich will nehmen den wieder, ne? So, warte. Queer, look at all these drone heads. Dr. Giblets was an expert at creating cybernetic organisms. But we already knew that. You know, I don't think this is a very helpful clue. I do think it's neat, though. It's cool to look at fucked up drone heads. Thanks for showing me this. Das waren Drohnen? Das sind Drohnen? Das sieht ehrlich gesagt ganz falsch aus. Das sieht aus wie, als wird gerade jemand ganz kurz davor sein, das Klo zu erreichen. So sieht das nämlich aus. Als wäre jemand, und das wäre wirklich dringend. Und es ist so dringend, dass, und du bist aber schon kurz vorm Klo, also es ist schon, also gleich ist... was ist das für ein... Was ist das für ein Eimer hier? Will der Androiden machen? Was ist doing experiments on his own henchmen? Jesus Christ, that's fucked up, right? Yeah, that's fucked up. I know it's fucked up. I don't know why I asked. I knew it was fucked up. Dr. Giblets must have been losing his mind. Ach du Scheiße, was macht der Giblets denn? Wir werden wahrscheinlich gegen Androiden kämpfen, ne? Der hat Drohnen erstellt, der wird wahrscheinlich auch... So, haben wir hier noch... Da sind Viecher drin. Die Dinger sehen alle aus wie die Smoke-Dinger, ne? Okay, ja, okay. Oh, das sind die süß. These must be old Hyperbong prototypes. Way jankier than the ones they're selling at the Hyon Life Store. Well, you know, we just pointed these out. Now we can move on to the next thing. Okay, cool. Oh, die haben versucht, alles zu rauchen. All right, here's my new theory. Dr. Giblets was even more twisted than we could ever imagine. He was torturing his own henchmen. He wasn't right in the head. Although I guess that's what Douglas did too, so maybe that's normal for the G3. Maybe he was normal. No way to know unless we go deeper. I'm hacking the next door! Ja, warte, bevor du die hackst. Okay, das geht nicht. Wir können ihn nicht freilassen. Na gut. Schade. Truhe mal keine, ne? Okay. Dann, das da hinten ist keine... Ist das da hinten eine Tür? Das ist keine Tür. Okay. Was? Who's watching me? I know they're watching. All right, I got no fucking idea what this room is, but I'm sure there's more clues in here, so go find more clues, baby. Oh nein, er war immer nur auf dem zweiten Platz. Was? Are these second place trophies? They're trophies for what? Science? Just science in general? Do they really give out second place trophies for science? Stimmt, oder? Jeez, it looks like Dr. Giblets was pissed he didn't get first place in science. Ja, deswegen hat er wahrscheinlich immer krankere Experimente gemacht, oder? So, und hier ist er auch langsam durchgedreht. I know. Watching. Oh boy, did Dr. Giblets write this? He was really paranoid, huh? He really thought people were trying to kill him. And you know what? He was right, because that's exactly what we're here to do. So, okay, he was right. Not crazy. Normal guy. Okay, und hier macht er neue Waffen, ne? Is that the Gatling we're looking for? They look a little busted to me. Aha, so that's our murder weapon. Dr. Giblets must have used that modified Gatling to attack his men. It's pretty powerful. Did a lot of damage. It'd be great if we could somehow get that Gatling for ourselves. You think that's gonna happen? Who knows? Let's find out. Okay, I think we finally cracked this case. Dr. Giblets really did go insane. He was paranoid that someone was after him, so he killed his own men. While you were wasting time doing detective work, I was busy scanning the area for Dr. Giblets and decrypting the password on his security system. Ich hasse ihn einfach. Now you can just follow the waypoint right to him. Wait a minute, so you had us do all that shit for nothing? Yep, sorry. I just love detective mode so much, I didn't want you to stop using it. Now go kill Dr. Giblets. Ja, aber gib mir die Waffe, Mann. Hack doch mal diese Tür hier. Hack doch mal die Tür. Du kannst doch tolle Türen hacken. Da ist die Waffe schon drin. Hallo? Hallo?
Sieht alles nicht so gut aus. Wer bringt denn so viele Leute um? Das muss einfach ein ganz fieser Bastard sein. Richtig ehrenloser Bastard, so viele von diesen Leuten umzubringen. Also ganz ehrlich. Richtig, das widert mich richtig an. Ich find's unfair, bei uns despawnen die immer. Wenn ich jetzt da runterspringe, kommen wir dann wieder hoch irgendwie? Da ist irgendwo eine Truhe. Da hinten ist auch noch eine Truhe. Ah, shit. Ich habe keinen Bock, den ganzen Weg nochmal zu gehen. Habe auch keinen Bock, gegen Dr. Giblet zu kämpfen. Ist schon spät. Ich bin unkonzentriert. Unkonzentriert. Dr. John Giblet. In the end, Dr. Giblets took the easy way out. A little disappointing because I was looking forward to a fight. Jesus Christ, that was the easiest one yet. All right, let me at him. Ich habe ein Achievement bekommen, schwerster Kampf im Spiel. Alter, wir haben gerade gegen... What the fuck are you waiting for? The guy died, so let me carve him up already. Wir haben gerade gegen diesen Dreier-Boss gekämpft und jetzt das hier? Das hier ist der nächste Bosskampf? Das Spiel, ne? Das Spiel macht mich fertig. Oh. Was? Hello! If you're hearing this pre-recorded message, it means you've successfully managed to murder one of the greatest minds in all of super science. Congratulations, you killed me. But I knew this day would come and I was prepared. For this moment. Oh shit. Now see if you can survive my retribution from beyond the grave! Another ambush! That's detective life for you. So many ambushes! Everyone calls me crazy, but look at me now! I'm dead and you're trapped in here, falling prey to my glorious science you were ever so jealous of! That's right, Krimothy! I know it was you. My old son killed me. But just a plain old space elephant complex. No matter. Just as you had no qualms about killing your own father, I shall gladly spill the blood of my firstborn. Farewell, Krimothy Giblets! Diese Sprüche da die ganze Zeit. Stop killing! If you're hearing this, it means you just killed an enemy. This is fine. I expected you to defeat some of them, but you will lose the war. Oh, danke! Hey, idiot! Stop! Heal! We're trying to kill you! Wie lange muss ich hier? Stop goofing everybody! Ich bin faul, ich bleib aber hier oben, ne? Da kriegen die mich nicht direkt im Kampf. Und wir können zwischendurch healen. Ich denke, das ist fair, wenn ich das mache. Weil die sind viele, ich bin einer, ich bleib aber hier an der Wand. If you're still hearing this, you're taking a... Hello? Anyone there? If you're hearing this, it means you made it past my first onslaught. Perhaps you aren't my son, Krimothy. Yes. Yes, I was wrong. How could I have been so blind? I know who killed me now! It was you, Krubus! Oh, was it Krubus who killed him? Jay! Yes! These are fun audio recordings. Why aren't you using my trick hole? Krubus. Always complaining about being the lowest rung on the G3 ladder. Okay, die Schuhe sind mega praktisch. Ohne die Schuhe wäre man richtig kacke dran jetzt. Wäre super nervig. Oh, we gotta kill these little cuties! Oh, You finally got to get your hands dirty again, just like you wanted. I really am proud of you, but you picked the wrong dirt to get dirty with.
I bet with analogies. Lade nach! Krubus, could this actually be about the time that I slept with your wife? Was? And then convinced her to divorce you and marry me instead? Was? And then I made her do an experiment for me and she died in that process? Was? And you swore revenge against me for the rest of the days? Could it be that? I feel like it's probably not, but I just want to make sure. I know you can't tell me because I'm dead. But soon you can tell me. In the hell! Back to the grind! Na, also. Hello again. So. Easy peasy. Lebt noch jemand? Musik ist sehr schön. Ich schwing mal kurz rüber, ja? Alright, if you're still alive, you can't beat Krubus. Krubus was too weak. I would have killed him. No, no, you must be someone else. But who is it? Who killed me? Was it you, Douglas? Ja, ich bin's, Douglas! You never told me your last name! Also, it was Douglas! Douglas, you always were unpredictable. Your relentless party habits always landed you in hot water with Gargantuous. Perhaps you wish to strike back against our leader by killing his prize scientist, me! That would certainly hurt his feelings. But it was a mistake to think you could just walk out of here alive! We just did the universe a favor! Douglas, I remember that party where you got naked and experimented with one of the Squendle brothers. It was really hot. I even took photographs. Was? Perhaps that's why you killed me. To get back those photographs. Well, too bad. I had rigged my computer to post them all over the internet the second my heart stopped beating. But don't worry. They're really hot. So everyone will think it's cool. So, Moment, geht gleich weiter. Oh, 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 Schild zerstört, das ist. Douglas, how does it feel having the very troops you trained turn against you? Attempting to kill your own mentor, cripple him to die at the hands of your own students. They remember how badly you tortured them, you know, and I can't wait to get payback. Great, good work. Want to go to Applebee's? Oh. Still alive, are you? Boah, Alter, wie lange geht denn das hier? Ich dachte, der Bosskampf war so schön kurz. Wer? Nipulon? Was? Nipulon, you've been here from the start. Gargantuous's favorite right-hand man. You always hated the attention he gave me. You wanted them all for yourself. Oh, Warpass ist voraus. Truth be told, I always was scared of you. Can't imagine the evil you're capable of. I'm not even sure I can defeat you. But I have to try! Surveil this! How are you faring, Nipulon? Still holding in there? Get him out of here! I knew you'd be tough. It's one thing to serve in the G3, but it's another altogether to fully embody its ideology. I really did respect you when I was alive. But I must kill you back! What's going on? Lift it off! You're a tough one, Nipulon. I'm throwing everything I have at you, but can you survive this entire base self-destructing? Okay, I'll have to remember to rig that up later and time it with this video. Note to self, rig up base to self-destruct. Rig up base to self-destruct. Rig up base, okay. Da ist ja was anstrengend. Das nehme ich mal. Hä?
Er schießt so eine. Achso. Oh fuck, diese kleine fucking Drohne hab ich gar nicht gesehen. Oh boy. Langsam. Langsam reicht's. Oh, da lebt noch jemand. Let's use my glove shot. Brauchen wir nicht. Alright, that's gotta be it. Okay, this is my final message. If you're still alive to hear this, then I've made a great mistake. I was wrong. Only one person could have survived all of that. Myself. I killed myself. Finally. It makes sense, you know. I always hated myself. I knew I'd get the guts to do it one of these days. Good for me. Oh, ja, ich bin's du. So, okay, I killed myself. Whoops. My apologies to whoever's hearing this. I hope you'll forgive me for making you go through all of that. You can leave now. Have a good day. Giblets out. R.I.P. Giblets. Wow, okay. Good work. I think we can get back out through the trapdoor now. Cool. Nice. Ich glaube, das war jetzt der Bossfight, ne? Das sieht gut aus. Da oben. Warte. Kann ich hier hoch? Und wie komme ich hier wieder? Wie komme ich denn hier? Muss ich hier nach oben oder muss ich nach unten? Ich bin verwirrt. Hier oben ist ja gar nichts. Ich dachte, da geht's jetzt raus. Bin ich blind? Mal wieder? Ach, da geht's von schräg nach quer, ne? Ja, hier müssen wir raus. Oh, boy. Holy shit. Jessel, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, hallo. Warum bist du nur wach? Oh, der Brownie ist auch da. Warum seid ihr noch wach? Guck mal auf die Uhr. 4:20. So, warte. So, Träumchen. Das war's. Oh. As I continue to study these humans, I find them to be more complex than I ever could have expected. Initially, I saw great potential in both the Fergals and the Gatlians. But now, I see how foolish I was. Those were nothing but dead ends. Humans, however, humans are going to change everything. God damn, what the fuck was the G3 doing with this guy? Humans will change everything. Ich weiß aber nicht, ob das das gut ist. Ich weiß nicht. War selber was gerade dran, hat die ganze Woche hier auch Nachtdienst, hab jetzt endlich frei. Ja, geil. Ach, scheiße, du hast ja über Weihnachten gearbeitet, ne? Oh, du arme Sau. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, war nicht allzu viel los. Und wir kriegen eine neue Waffe. Entschuldigung, das ist jetzt unabhängig davon. Oh, aber, you know what? We should probably grab that Gatlian, you know? Oh, da ist das. Sieht ein bisschen aus wie ein Raketenwerfer, ne? Ich schieb mal meine Hand einfach rein. Is he even alive? You know what? Let's take him back to Gene. Gene knows. He can get him all fixed up. Okay, die ist momentan tot. I just wanted to say, you know, today really meant a lot to me. And, God, this is so fucking hard. Your free trial of detective mode is up. So see you later. Bye. Was? Oh, thank God. Okay, Bounty Hunter, you go through the menus. You find that detective mode. You shut it the fuck off. Never again. Okay, I'm serious. Delete it. Delete it. And if you can't do it, we go to, you know, it's a whole mission. It'll be a whole DLC mission. Every last peso we've ever earned, we pay whoever it is to delete this fucking detective mode bullshit. You know, a whole DLC story about it that we'll charge $45 for, and it'll only be like an hour of content. Because fuck you. You bitch! No, I'm just kidding. I'm kidding. We wouldn't do that. We're not gonna do that. Ja, bin ich mir nicht so sicher. Weiß ich nicht. Klingt schon legitim. Klingt schon sehr legitim. Hier waren keine Kisten, die waren draußen, ne? Die Kisten waren draußen, also wir könnten jetzt theoretisch einfach gehen, aber. Wie? Halt. Achso, das ist hier. Da irgendwo. Und wir hätten noch eine gesehen irgendwann. Hier. Da ist die. Kommen wir da einfach rein? Ja, warte. Fuck yeah! Okay. Mit dem Super Zoom.
Und hier war noch irgendwo eine Kiste. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wo war die denn? Was, die G3 verkaufen Menschen als Drogen, oder? Und wir suchen Mama und Papa? Ja, damit die nicht geraucht werden. Wir wollen nicht, dass Mama und Papa geraucht werden. Bitte werdet nicht geraucht. Also ihr auch nicht, ne? Warum kaufen wir Mama und Papa nicht einfach? Hört sich das verrückt an? Ich weiß halt nicht, ob die eine Droge sind und ob die nicht dann vielleicht irgendwie auch schon fermentiert sind. Okay, na gut, ich habe darüber nachgedacht. Ich habe keine Ahnung, wo wir sie finden können. Ich werfe nur ein paar Ideen in den Raum. Nicht alle davon werden gut sein. Ist mir aufgefallen. Jessel, schlaf schön. Komm, gutes Eierbettchen. Und träum was Schönes, ne? Und morgen schön, du weißt schon. Lass krachen. Hau richtig rein morgen. Richtig auf die Scheiße hauen morgen. Das muss klatschen und plattern einfach. Liegeleisten Mama und Papa. Okay, wir haben beide Truhen und andere haben wir nicht, ne? Warte. So. Oh, da ist ein Laden. Und wir haben aber nur 2000. Oh, shit. Shit, wir müssen nochmal wiederkommen irgendwann. Mondfrucht? Wenn du das hier deinem Schwarm schenkst, werdet ihr vielleicht am Erntedankfest heiraten. Okay. Fabi Hyrule, wenn du ein bisschen spoilerst, ne? Ich schwör's dir, ich zieh dir die Hose runter und dann klatsche so hart auf die Backen, dass es noch bis morgen rot ist. Wenn du hier so anfängst zu spoilern. So, uns fehlt noch ein Schlüssel. Weh, du spoilerst. Dann ist aber, ganz ehrlich, dann klatscht es aber richtig. So, ich muss dir, ne, ich muss dir wirklich mal Drohungen aussprechen. So, anders geht's nicht mehr. Das ist keine Bestrafung, Gronkh. Ey! Was ist denn wieder mit euch, ihr Durstigen? So, warte. Ich geh mal kurz hier einmal wieder hoch und dann haben wir hier... Ich glaube, da kommen wir durch, ne? So. What is inside? Geil. Absolutely nothing. So, warte. Ja, hier ist aber... Ist aber schön. Eine andere Kiste haben wir aber nicht, ne? So. Was? Warte mal, ich gerade ein bisschen an Stray. Okay. Soll ich... Ich kauf mir nicht weiter. Wir haben schon Furback Farms, okay. Das andere können wir nicht... Können wir uns ja nicht leisten. So, warte. Ich gehe mal ganz kurz nach... Können wir da... Schaffen wir, ne? Jo. Was ist das denn da hinten? Oh! Ob der noch hätte leben können? Ob der noch hätte leben können? Hier kommen wir wieder zurück. Da waren wir schon. Was das da drüben ist, weiß ich nicht. Irgendeine Base, da würde ich gerne mal hin. So, den du getötet hast. Der, nein, dem fehlt ja schon der Unterleib. Da hinten ist eine Truhe. Dem fehlt ja schon alles unten. Wir haben ihn ein bisschen erlöst. Können wir den rauchen? Cutlass, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde mir den anzünden. Don't forget about Knifey. Hä? Aber... Wie? So. Huch, oh Gott. Da geht keine Höhle irgendwie, ne? Da geht keine Höhle, glaube ich, irgendwie rein oder so. Ne, da hinten waren wir schon. So, warte. Wie kommen wir denn da hin? Kann man hier irgendwie einsinken? Oder keine Ahnung? Oder vielleicht hier einmal hinten durch und dann unten drunter? Also, nee, aufschießen können wir es, glaube ich, nicht, ne? Diese Popos. Diese kleinen Popos. Whip out, Knifey!
Mit einem Globshot ging's. Und wir haben auch einen Warp-Crystal bekommen. Es ging mit einem Globshot. Globshot. Oh, Julian, einen wunderschönen guten Morgen. Eine wunderschöne gute Nacht, meine ich natürlich. Ne? Und auch dir einen guten Rutsch. Danke dir für alles und guten Rutsch wünsche ich. Komm gut rüber. Sah ich schon mal. Vorsichtshalber. Man weiß ja nie. Okay. Die Kiste haben wir auch. Ja, die Melodie ist, glaube ich, so eine Secret-Melodie gewesen, ne? So eine ganz, ganz schlimme. Ja, hier. Ich glaube, aber das war's hier. Bist du nicht langsam dösig von dem Game? Nö, alles gut. Ich finde das mega entspannt. Und zwischendurch habe ich genug Action, wie eben gerade. Ist wahrscheinlich nicht so spannend, wenn man nicht selber spielen muss. Aber wenn man selber spielen muss, das hält einen schon ein bisschen auf Trab. Wenn ihr Kisten seht, kräht, ja? Einfach krähen. Vielleicht... Oh, hier ist einer gestorben. Das ist natürlich schade. Hier vielleicht noch irgendwo. Nee, ne? Nix. Und da kommen wir auch nicht rüber. Schöne Scheiße. Naja, ich gehe mal wieder zurück. So. Wie komme ich denn von hier wieder zurück? Komme ich von hier überhaupt wieder zurück? Ich sehe keine Rückkehroption, keine Möglichkeit. Da unten waren wir schon. Haben wir jetzt ein Tor hier irgendwo? Hat sich hier ein Tor geöffnet? Nee, ne? Ich meine, hier haben wir alles gemacht. Da war ein Portal beim Bosskampf. Okay, wir haben natürlich die Kisten geholt. Komme ich da denn jetzt wieder hin? Ich schau mal eben. Die Waffe hätten wir... Ach, hier. Da hinten war eine Kiste. Wo denn da hinten? Very huge, small. Wo denn da hinten? So. Naja, da hinten, ja. Naja, du musst wieder rausgehen. Okay, ich gehe wieder raus, ja. Ja, warte, da geht's raus. Aus der Base und dann rechts. Aus der Base und dann rechts. Da? Tatsächlich, da hinten. Ich sehe sie sogar. Bin immer erstmal skeptisch, ja, aber ich freue mich immer, wenn Chat recht hat. Ich freue mich immer, wenn Chat recht hat. Vielen Dank für den Hinweis. 32 von 34. Uns fehlen nur noch zwei Kisten. Nur noch zwei. Oh, boy. Hier ist keine mehr, ne? Also freust du dich immer? Hä? Oh nein, bitte nicht. Ich will kein Sperma kaufen. Bitte verkauf mir nicht an Sperma. Hey, how are you? My name's Colby. And before you ask, no, I'm not gonna try to sell you goop or cum or anything gross like that. I'm not anything like my two weird brothers. Okay, good. Okay, yeah, good on you. Good on you, buddy. Sorry, I just, yeah, no, I'm a little sensitive. My brothers both sell weird goop and cum, and now everyone just assumes that's what I do, and I don't. I sell warp base insurance. Are you in the market for that? You know, I don't think so. Sorry. You know what? It's fine. You know, nobody ever is. You know, maybe I need to just give up and start selling goop and cum or something. Piss. I don't know. I'm gonna starve to death out here. I got some stuff to think about here. Can I just have some space? It was nice to meet you. Thank you very much. Der wird wahrscheinlich wirklich Pisse verkaufen. Wahrscheinlich wird das genauso passen. Okay. Also erstmal, was ist das da? Kann ich wieder mit dem reden? Ich komm wieder. Warte. Was ist denn hier? Aha. Und hier ist eine Truhe. Aha. Aber wo ist die Truhe? Da oben?
So, warte. Wahrscheinlich ist sie oben drauf, ne? Er ist wirklich oben drauf. Da unten sehe ich gar nichts. Sie muss oben sein. Sind wir hier wieder? Nee. Was war denn hier? Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich weiß auch nicht, wie wir da nach oben kommen. Ich weiß nur, da war eine Truhe und ich will diese Truhe. Ist hier eine Truhe? Wir kommen nach oben aber nicht drauf. Ist das ein Truhepuls? Ja. Ja, ich, ja. Der ist sehr hart. Wo ist die Truhe? Das ist ja wieder so eine Verarschung, oder? Das ist doch wieder Nobody, dankeschön! Vielen Dank für den Raid! Einen wunderschönen guten Morgen! It's you. I got some news. I gave in. I stopped selling warp base insurance and now I sell my own shit. It's disgusting. It's gross. My hands are all brown all the time because of all the shit I have to carry and hand over, but I crap out turds and I charge 50 pesos for every log. And guess what? Business is booming. You know, it's, you know what they say? It's either adapt or die. And you know, I did it. And I hate my life, but hey, at least I can put food on the table now, you know? Ich will keine Scheiße. Ich will keine Scheiße. Ist das wenigstens lustig geformte Scheiße? Ist das Scheiße mit einem künstlerischen Hintergrund oder ist es aber nur eine Turd? Ich würde schon gern wissen. Hat es damit was auf sich? Ist da was Besonderes mit bei oder ist es einfach nur? Das ist übrigens keine Magnetwand, ne? Ist da Mais drin? Genau. Ist da Mais drin? Da drüben ist eine Magnetwand. Da brauchen wir auch gar nicht erst hin. Und hier ist auch keine Magnetwand. Huch, Gian, dankeschön. Einen wunderschönen. Für die nächtliche. Naja, gut, gleich ist ja schon die morgendliche, ne? Da ist ja schon die morgendliche. Warte. Wo seht ihr denn hier Magnetdingens, wo man sich festdingensen kann? Da ist nichts. In der Richtung. Aber hier ist eine Truhe. Da ist eine Truhe. Irgendwo da ist eine Truhe. Aber da ist keine Magnetwand. Hier ist nichts dergleichen. Links rum, wenn du zurückschaust. Das hier ist rechts rum. Ich schaue zurück, aber hier ist keine Magnetwand. Hier ist nirgends eine andere Seite. Redet ihr euch irgendwas ein? Also, wir können mal ganz kurz just for fun. Hier ist rein gar nichts. Hier ist nichts. Hier ist rein überhaupt nichts. Unter der Brücke ist auch nichts. Es sei denn, wir würden die Brücke vielleicht... Oh, fuck my life. Warte, ist das pre-recorded? Ja. Wieso fragst du mich denn, ob das pre-recorded ist? Meinst du, ich würde dir antworten, wenn das pre-recorded wäre? Können wir die Brücke wieder... Von hier nicht, ne? Ich probiere mal was. Nee, das klappt nicht. Aber da ist nichts. Aber wo ist denn die Truhe? Ich gehe trotzdem mal hier rein. Jetzt soll die hier sein? Ist die unter Wasser? Hast du eine Brille, die freundlicher wirken lässt? Nee, leider nicht. Ich habe nur eine, die mich so macht. Meine Brille lässt mich immer böse gucken. Weil ich sonst zu nett aussehe, weißt du? Und Leute nutzen das aus. Das geht nicht. So, siehst du? So. Guck mal so.
Oh, warte, ich rutsch ab. Ja, vielleicht unterirdisch, oder? Da drüben ist eine tote Truhe. Das ist eine sehr gute Truhe. Ich habe keine Ahnung. Im Wasser kann sein, aber da komme ich ja nicht hin. Das ist Säure, kein Wasser. Und ich weiß, wie es bei euch ist. Aber das mit Säure ist... Ich bin ungern in Säure einfach. Ich mag das nicht. Das ist aber ein ganz blödes Gefühl, wenn man sich auflöst und so. Das ist einfach schäbig. Ja, oder halt wirklich oben, ne? Aber da kommen wir halt... Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt hinkommen. Es wirkt nämlich nicht so. Ich weiß nicht, ob eine deutsche Übersetzung kommen wird. Ich bin ganz ehrlich, ich würde da nicht drauf wetten. Hier ist so unfassbar viel Dialog in dem Game. Also unglaublich. Don't pull a muscle, Bounty Hunter, Jesus. Was? Was hat's schon wieder gemacht? Ah, wir sind wieder hier am Anfang. Okay. Okay. We are at the beginning. Ja, okay. Das mit der Truhe, ich hab... Keine Ahnung, ich würde es aber schon gern wissen. Wow, das sieht ja cool aus. Ich würde es schon gern wissen. Come one, come all. Come marvel at the mysteries of the cosmos. Let's not kill them, okay? Okay. Decided to take a look, have we? How fortuitous. Before you lies the mythical Zephyr Star Whale. Some say this mythical being pollinated the land with its mighty Star Whale seed, which supposedly gave way to all life on Zephyr. That's the myth, but I know the truth. An old guy named Steven did it. He just jizzed over there a few thousand years ago and sort of just became a god for this planet, I guess. The progenitor of all Zephyr life, including mites, furgles, and moplets. Wie komme ich wieder raus? For Steven. Hilfe! All hail Steven. Ah, just thinking about him makes me all misty-eyed. Ach, der Steven, der alte Wichser. Mistvogel, okay, auch den guten Rutsch. Great. Danke dir und frohes Neues. Ebenso wie allen anderen, die jetzt schlafen gehen und so, ne? Ihr wisst Bescheid. So, what the fuck, jetzt nochmal Sturm. Ich habe gehört, es soll Silvester einen Orkan geben. Dann habe ich aber auch gehört, es soll Silvester sehr warm werden. Also ich bin momentan unsicher, was es wird. Sollen wir nicht auch langsam mal schlafen? Ich weiß nicht, ich habe noch nie mit dir geschlafen. Also ich habe keine Ahnung, was das sollen. Wäre mir jetzt neu. Weiß ich nicht. Wenn du müde bist, kannst du mal gehen. So, warte. Oh. Wait, what? Oh Gott. Why am I tired? That doesn't make any sense. Oh Gott, das ist... Okay, das ist gemein. Auf dem einen kann ich landen, auf dem anderen nicht. Hier ist auch nichts mehr, ne? Ne, hier waren wir auch schon. Shit. Und da oben kommen wir auf keinen Fall hoch. Also zumindest nicht von hier aus. Keine Ahnung. So, warte. Ah ja. Geht's hier vielleicht irgendwie irgendwo rein oder runter oder keine Ahnung? Hier ist aber nichts. Leute, ich krieg's nicht raus. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Hell yeah! Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht die richtige Schnur, ne? Ja, das ist nicht die richtige Schnur. Cool. Egal, wir müssen mal wieder zurück. Wenn ich jetzt wüsste, wo war denn das Tor gerade? Mann, wieso bin ich jetzt zurückgegangen? Ich bin so doof. Da hinten ist die Brücke. Da oben ist keine Truhe.
Da oben war keine Truhe. Also die ist nicht, die ist auch nicht oben. Also wird die wahrscheinlich irgendwie unten sein, ne? Hast du schon Warpscheiben angesehen? Alle. Also wir haben alle Warpscheiben schon. Wir haben auch viel zu viele Kristalle, weil es da vielleicht eine Möglichkeit für gab, Kristalle zu sammeln. So, warte ganz kurz. Ich habe überlegt, ich kaufe mir mal was Schönes. Wir haben uns das wirklich verdient. Ja, weißt du, wir spielen die ganze Zeit, wir retten ja gerade die Welt und bla und alles. Also wir können langsam. Why does everyone want to buy my shit? I don't get it. You know, I bet you want to buy my shit too. Look at you, you sicko. You know, it's good shit though, apparently. I mean, from what I've heard from my repeat customers. But I don't get why. You know, it's like, are they using it as fertilizer or something useful? You know, everybody says no, but they don't tell me what they use it for. It's insane. But anyways, listen. You know, I'll put it in a nice jar for you. Whatever you want. You know, would you like some? Aber können wir denn jetzt kaufen oder nicht? Ich habe keine Interaktion mehr. Ich würde euch das Glas auch überlassen, ne? Aber ich kann es einfach nicht kaufen. Ich würde es kaufen, aber es geht nicht. Gegenstände. Galone mit Alien-Sperma, das haben wir. Dr. Gibbets Innereien, Torx Unterkiefer, Pipapo, Scanvisier, Warp Fernbedienung. Haben wir nicht von dem anderen Bruder auch was gekauft? Oder haben wir bis jetzt nur das Sperma gekauft? Ich bin unsicher. Ja, ich glaube, okay, gut, bis jetzt haben wir, okay, Weltraumparasit. Ja, okay, ja, dann, ja, na ja. Gut. Geht nicht. Ich probier was. Das landet auf dem Wasser. Ja, ich weiß doch auch nicht, was ich machen soll. Ja, das wird nichts. Weißt du was? Scheiße ich jetzt drauf. Jetzt reicht's mir. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist mir kackegal. Jetzt ist mir auch scheißegal. Wahrscheinlich gibt's hier wirklich irgendwo eine Höhle oder bla. Und dann muss man irgendwie unterirdisch. Oder vielleicht von der anderen Seite gibt's eine Höhle. Eventuell. Und die trollen einen einfach nur, dass das da irgendwo ist. Aber in Wahrheit muss man von wo ganz anders rein. Drüber ist es auch nicht. Nee. Hier geht's auch nirgends rein. Keine Ahnung. Jetzt ist es mir einfach egal. So, und die Entwickler haben es geschafft. Jetzt ist es mir einfach egal. Nee, es reicht. Enough is enough. Dein Zorn wird exorbitant. Ich eskaliere. Da oben war eine Truhe. Wir haben alle Truhen geholt, die es ja so truhenmäßig gab. Oh, naja, so. Wo war denn jetzt das Gate? Wieder hier. Wo war denn das fucking Gate? Haben wir eine Map hier im Spiel eigentlich? Nee, ne? Über die Brücke? Ich weiß nicht mal, wo die... Da, okay. Das reicht's mir. Genug ist genug. Da hinten. Ich gehe jetzt ins Gate. Die Kiste wird schon sehen, was sie davon hat. Die wird alleine sterben. Genau wie die Mutter im Haus. Hey, good thinking!
reckon we should run as fast as possible at all times and not look at anything around us at all. Okay, cool. Machen wir.